Todtmoos ist ein ruhiger, beschaulicher Ort. Da fragt man sich, gibt's hier auch ein Nachtleben? Also es hat sehr viele urige Kneipen mit ganz tollen Wirten. Ja, kann man richtig auf die Piste gehen, da läuft was. Da hört sich immer Action. Ja? Ja, natürlich, in der Schwarzwaldspitze. Können wir mal abtanzen, wenn Sie Lust haben. Echt? Extra für die Todtmooser Nachtschwärmer gibt's einen Shuttlebus. Sie nehmen mich mit? Ich nehme Sie mit. Wohin geht die Fahrt? Wir fahren rauf zur Klinik Werewald. Zur Klinik? Ja. Also gut. Der Bus fährt Hotels und die Klinik an. Ich nenne es immer den Helene Fischer Gedächtnisfahrt, weil wenn die Leute nach der Disco abends hier raufgehen müssen, dann gehen sie hier atemlos durch die Nacht. Atemlos durch die Nacht, der Helene Fischer Gedächtnispfad. Wollen Sie mit? Ja, wir wollen mit. Wir haben einen tollen Abend vor, denke ich, oder? Ja. Wo sind Sie her? Aus Köln. Aus Köln? Ja. Und Sie? Aus Wuppertal. Hallo. Ah, NRW. Jedes Wochenende strömen Tanzlustige aus einem Umkreis von über 100 Kilometer hierher. Und dann geht's hinein. Die Schwarzwaldspitze erwartet mich. Volker Albitz, der Besitzer des Tanztempels. Schön mit dem Brunnen oder sowas. War das alles Ihre Idee? Ja klar, also wir haben das ganze Lokal selber entworfen. Einfach wie es im Schwarzwald hier so sein soll. Aha. Mit der Natur. Und die Natur haben wir irgendwo hereingeholt. Und ich habe ursprünglich mal Schreiner gelernt. Und deswegen kommt mir das heute noch immer zugute. Haben Sie alles selber gemacht? Restlos, ja. Er ist der König des Todtmooser Nachtlebens. Auch ich habe schnell meine Tanzpartnerin gefunden. Das Geheimrezept von der Schwarzwaldspitze ist eigentlich eine gute Mischung vom Publikum. Unser Hauptkapital, das sind unsere Stammgäste, sind natürlich auch unsere Feriengäste, unsere Kurgäste. Und das alles macht es immer interessant. Wir haben immer wieder neue Gäste da. DJ Bobo, Jürgen Drews und viele andere Stars aus der Musikszene sind hier schon aufgetreten. Helene Fischer noch nicht. Auf uns. Seit über 25 Jahren gibt es jetzt den Disco- und Tanzstadel. Wie kam es denn dazu, dass es einen Taxi-Shuttle gibt, der die Gäste beispielsweise auch aus den Kliniken abholt? Normalerweise müssen doch da strenge Zeiten eingehalten werden. Gut, mittlerweile habe auch die Kliniken ein bisschen umgeschwenkt. Früher war das wirklich so, dass die harten Zeiten da waren. Aber ich glaube, Tanzen gehört mittlerweile auch zur Therapie. Unter anderem machen wir mittlerweile auch einen Silvesterball zusammen mit der BFA-Klinik, also mit der Deutschen Rentenversicherung. Die machen hier also Party und wir dürfen das für die veranstalten. Und da sind wir irgendwo auch stolz drauf, dass wir für so einen tollen Partner irgendwo einen Silvesterball austragen dürfen. Die Kliniken gehören zu Todtmoos wie im Prinzip die Schwarzwaldspitze indessen. Ja, die Kliniken gehören schon länger zu Todtmoos, aber ich denke, die Synergien, die wir gegenseitig uns geben können, die sind gut. Mein Eindruck, die Disco ist das Lebenswerk von Volker Albitz. In zwei Räumen kann man hier abtanzen. In der Schwarzwaldspitze gepflegter Disco-Fox mit Körperkontakt. Und hier im Schwarzwald-Tipi wird geschwurft. Dafür ist es dunkler und die Musik lauter. Ah, Frau Nachbarin aus dem Taxi, wie ist es? Super! Ja. Kurz vor Mitternacht, Endspurt für die Gäste aus der Reha-Klinik. Sonst ist der Bus weg. Atemlos durch die Nacht. Auf Todtmoos trifft das zu.